Endlich gibt es einen Weg, Dienste im Krankenhaus einfacher zu planen. Die Herausforderungen bei Dienstplänen im Krankenhaus sind ganz klar die Mindestuntergrenzen, die auf Station vorgegeben werden. Also wir müssen die Patientensicherheit gewährleisten, indem wir genug qualifiziertes Personal auf den Stationen haben. Das heißt für die Stationsleitung, sie müssen natürlich diesen Dienstplan so schreiben, dass wir an jedem Tag fähig sind, die Leute zu versorgen. Zusätzlich müssen wir aber auch die Urlaubspläne und die Freizeitwünsche der Mitarbeiter berücksichtigen. Und da haben wir schon eigentlich die größte Herausforderung bei den Dienstplänen. In jedem Unternehmen fallen natürlich auch kurzfristig immer Kräfte aus. Auch langfristig fallen Kräfte aus, durch zum Beispiel Mutterschutz oder anderen Dingen. Und wir müssen ja dadurch diese Kräfte nachbesetzen, um die Mindestuntergrenzen einhalten zu können. Und deswegen gibt es quasi das Einspringmanagement. Da gibt es verschiedene Prozesse im Krankenhaus, die quasi gewährleisten, dass wir immer genug Leute auf den Stationen haben. Unsere Kollegen haben natürlich verschiedene Bedürfnisse. Das größte Bedürfnis meiner Meinung nach ist natürlich die Work-Life-Balance. Es geht darum, dass wir Studenten, Mütter und auch andere Teilzeitkräfte haben, die ihre Dienstpläne ihrem Leben anpassen müssen. Gleichzeitig haben wir aber auch Stationsleitungen, die knapp 60% ihrer Zeit mit dem Koordinieren der Ausfälle und mit dem Schreiben des Dienstplans beschäftigt sind. Durch die App und durch andere Dinge, die wir im Krankenhaus anbieten, können wir die Prozesse vereinfachen und Daten zusammenführen, die vorher nicht zusammengeführt wurden, und eben die Prozesse effizienter und besser gestalten.